Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Gothic 2 Gladiator. Schön, dass ihr am Start seid. Leute, ich habe vorhin nochmal nachgedacht. Ich saß auf Klo, habe über Gothic 2 Gladiator nachgedacht, über diesen Flammerkampf, hatte übelsten Durchfall dadurch und habe beschlossen, das kann ich nicht so stehen lassen. Ich will eine Revanche. Ich war jetzt nochmal in Einstellungen, habe mir diesen Seitenschritt eingestellt, den ich ja eigentlich nicht nutze normalerweise. Ich weiß, manche schütteln da den Kopf. Da hat ja am besten, weil ja das eine Mechanik ist zum Angreifen und so weiter, zur Verteidigung. Aber ich komme damit normalerweise ja nicht so gut klar, also nutze deswegen den ganzen Scheiß nicht so. Aber für einen Arena-Kampf werde ich das wohl brauchen. Daher probieren wir den jetzt nochmal. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Denn selbst wenn es klappen sollte mit dem Seitenschritt, der hat ja ziemlich viel Leben, 1300 oder so. Der Kampf wird eine Weile dauern. Wenn nicht, spult halt ein bisschen vor. Gesegnet seien diejenigen, die sterben werden. Bereit? Schon immer, mein Junge. Ha, das ist der Repräsentant, den Proxima ausgewählt hat, um gegen mich zu kämpfen. Sei froh, dass dieser Kampf nicht bis zum Tod geht. Das könnte ich dir auch sagen. Denkst du? Ich schätze, sie wollen einen Kampf. Also geben wir diesen dreckigen Hyänen, was sie wollen. Dreckigen Hyänen? Vorsprung. Ist halt bloß das Maul endlich. Gib's auf die Fresse. Ich habe ja noch ein paar Heiltränke dabei. Ja. Ja, er kann einfach. Alter, ich stehe hinter ihm und sein Schild blockt einfach. Das ist ja schon wieder komplett lächerlich. Na komm. Greif an, du Lappen. Also ich schaffe auch immer nur einen Hit zu machen. Ansonsten blockt er halt direkt oder greift mich an. Wie gesagt, der Kampf wird ein bisschen dauern. Kritischer Treffer. Nochmal. Also ihr müsst den Seitenschritt auch bei seiner Waffenarm anwenden, Leute. Wenn ihr andere Seite geht, wo ein Schild ist, da blockt er halt immer. Nur als kleiner Tipp. Overpowered.
Gib mir den Zeug. Ich habe dich unterschätzt. Herzlichen Glückwunsch, Junge. Danke für den Kampf. Entschuldigung, aber ich muss meine Waffe aufsammeln. Welche Waffe? Da humpelt er weg. Das Ding machen wir mal an. Ja, wie gesagt, mit Seitenschritt, easy going. Aber ich nutze ihn halt nicht gerne. Deswegen, naja, jetzt kommt ja gleich der Endkampf, oder? Von Arena 1. Wir lassen den mal drinne. Und wir speichern. Hey. Der Kampf würde jedoch anders aussehen, wenn ihr auf Leben und Tod kämpfen würdet. Eigentlich nicht. Ah, danke. So, der gibt mir jetzt noch einen Ring. War ja so. Setz dich mal auf die Bank da, Kollege. Wer sagt denn sowas? Das ist mal wieder typisch. Das darfst du keinem erzählen. Wie ziemlich ist. Wo wohnst du? Im Süden. Ja, wissen wir ja alles. Tages. Sie haben. Das tut mir leid. Nun, ich bin. Und woher? Unabhängig vom Ausgang unseres Kampfes. Ich freue mich, wieder in der Arena kämpfen zu können. Diesmal jedoch ohne Angst um dein Leben. Bist du der Arena-Champion? Eher, Malik. Als ich meine. Ich wette, dass. Die Zeit drängt. Ich muss mich auf den nächsten Kampf vorbereiten. Warte. Ja, das haben wir schon gehört. Ich werde. Jetzt will er mir seine alte Rüstung andrehen, die voll geschwitzte, die wollen wir aber nicht. Hat bestimmt eingeschissen. Da klebt noch hinten eine alte Ranne. Kann er behalten, den Scheiß, aber den Ring nehme ich gerne. Lebensenergie plus 20. Er damit. Das habe ich schon immer gesagt. So, perfekt. Das ist ja schlecht mit eigenen Augen. Jetzt habe ich. Ah. Ich habe immer noch hier 3000 Gold. Ey, so eine Scheiße. Ich will die geile Rüstung haben. Na komm, wir sparen noch. Alter, wir können ordentlich in Einheit pumpen. Daran wird sich nie etwas ändern. Hey, du! So, perfekt. Gladiatoren und Aristokraten. So, geilo. Hat Ultra nicht geholfen, dem Tod zu entgehen. Er wurde so, jetzt holen wir uns noch ein paar Lernpunkte hier mit den Kämpfen. Den Trainingskämpfen, dann müssen wir wieder Waffen umlegen. Das nervt ein bisschen alle hier, muss ich sagen. Schwert und hier haben wir die Rüstung. Speichern. So, jetzt geht's wieder aufs Maul. Hey. Ja, warte mal, ich leg erst die Tasten um. Steuerung. Wo ist denn der Zeiger gerade? Ach hier, rückwärts. So. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Oder auch nicht. Oh! 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 Das ist ja wohl schon. Das ist doch gar nicht. Oh! Nicht so übel. Easy. Das kann ja nicht. Das war ein. Ja, ja, guter Kampf, bla bla bla. Der nächste bitte. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Auf geht's! Das soll ein gutes Training werden. Daran wird sich nie etwas ändern. Oh! Ja, das ist nicht gefallen. Den sind wir wohl.
Du wirst sie wohl schaffen. Ja, das ist ein Traum. Ach, der denn? Ja, auf der Flucht. So. Geilo. Bin einfach der Beste, Leute. Bin einfach der Beste. Das war ein guter Kampf. Bis zum nächsten Mal. Jetzt könnt ihr vielleicht auch verstehen, warum ich den Seitenschritt auch deaktiviert habe. Beziehungsweise nicht nutze. Stellt euch mal vor, ich würde ihn immer nutzen. Ich wäre ja komplett overpowered. Ich würde ja nieder. Ich würde in Returning durchrennen. Wirklich durchrennen. Ist einfach so. Holy shit. So, wer will noch auf die Fresse? Du, der dicken Knüppel in der Hose? Komm mal her hier. Okay, er will nicht. Ah, der Schildträger vielleicht. Okay, auch nicht. Okay, dann will der Verpackte, aber den können wir nicht. So, konnten wir nicht mit ihm hier reden eigentlich? Ach nee, beim vorletzten Kampf, wenn wir den gewonnen haben. Also ist er erst der Nächste. Das ist der Teppichhändler. Was haben wir eigentlich hier drin? Einen goldenen Ring, den nehmen wir mit. Fünf Lernpunkte haben wir noch. Sparen wir die? Oder holen wir uns Zuschauer? Möglich ist alles. Verbesserung. Kostet denn das? Du lebst noch? Die meisten haben auf den Schattenläufer gesetzt. Ich glaube, du hast da eine Klaue drin stecken. Nicht bewegen. Ich nehme sie raus. Hier für dich. Das Urteil des Schakals. Du kannst doch ein Bier nach mir benennen, wenn ich Champion bin. Ich denke darüber nach. Wenn dir das neue Bier gefallen hat, lade ich dich ein, mehr davon zu kaufen. Rudi, der Kampf mit den Schattenläufern ist schon ein paar Tage her. Du kommst ein bisschen spät. Oh nee, okay, der braucht 10 Lernpunkte. Auch allzu viele Lernpunkte hier, der kotzt mich an. Wir sparen Gold. Wir sparen Gold für die geile Rüstung. Alles andere ist mir scheißegal, muss ich sagen. Deswegen machen wir jetzt auch ein Nickerchen. Wir speichern. Und ab ins Bett. Sollte jetzt der vorletzte Gegner sein in dieser Arena. Danach kommt der Champion. Der Champion. Glaubst du wirklich? Mich fragt ja keiner. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Schlimme Zeiten sind das. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das ist ja interessant. Hey. Ich bin bereit für meinen 7. Kampf. Dann rein in die Arena. Stellhart wartet bereits auf dich. Oh nee, das ist ja... Danach kommt noch ein Kampf, oder? Der Champion war der 9. Ach, keine Ahnung, wir werden sehen. So, speichern auf der 2. Ich werde dir den Kopf zerschmettern, Arschloch. Nur ich habe das Recht, diesen Kampf zu gewinnen. Ach, und? Du denkst, ich habe Angst vor dir? Dass du bisher so viele Gegner besiegt hast, beeindruckt mich nicht. Ha, dein Bullshit beeindruckt mich auch nicht. Kämpfe. Das einzige Recht, das du hast, ist Dreck zu fressen gleich, mein Freund. Ja, das Problem ist halt, dass die so viel Leben haben. Dadurch machen die halt so viel Schaden noch an mir. Mein Bildschirm ausgehen, super. Ja,
Ja, ich hab halt noch eine schlechte Rüstung an. Bin ja schon recht weit eigentlich. Ich muss mich bewegen. Auch Ausdauer. Zum Blocken. Scheiße. No! Ja, wie gesagt, ich habe ja eine recht schlechte Rüstung an. Und ich bin ja schon recht weit in der Arena. Und dadurch sind die Kämpfe noch so, sagen wir mal, etwas schwerer. Sobald ich die bessere Rüstung habe und vielleicht noch einen Helm, dann habe ich keine Probleme mehr. Ich werde dir den Kopf zerschmettern. Ja, ja, als Maul jetzt endlich. Und ich muss halt ordentlich kritten. Ist halt ein bisschen Crit-Glück hier. Und er darf nicht so oft kritten. Und dieser scheiß Ausdauermann! Kasse ist. Schreien sie, Romulus, Romulus, geile Sau. Und er hier schön auf der Flucht. So, Kollege, zweite Runde. Oh, hoppala. Wieder. Nicht mal ein Kritten ordentlicher. Nein! Junge, der Kampf ist viel zu spannend. Ihr macht hier. Junge, den schaffe ich doch jetzt. Kritte endlich. Na, endlich. Bekommt pro Stufe auch nur 2 Ausdauer. Das ist ja nichts. Wirklich. So, habe ich alle? Ja, alle Lederbeutel sind mein. Alle Lederbeutel sind mein. So, ihr könnt wieder rennen. Perfekt, mein Freund. Danke dir. Hier habe ich etwas für dich gefunden. Was ist das? Bisschen Müll. Ein Schutzamulett, das dich ein bisschen stärker machen wird. Du kannst hier keinen Schmuck kaufen. Und so wirst du wenigstens etwas haben. Oh, danke. Ich bin mir sicher, es wird sich als nützlich erweisen. Klar. Wir sehen uns beim nächsten Kampf. Wir sehen uns. So, hier mit dem Gold. Ich möchte die Belohnung für den Kampf abholen. Hier ist natürlich deine Bezahlung. 700. Was mit ihm? Jetzt hole ich mir die neue Rüstung. Alter Falter. Also warte mal, was waren die Rüstung von der, die Werte von der Rüstung hier? 45, 40, 25. Er sollte lieber die Jugend halten. Setze jetzt auf ihn, denn seine Gewinne sind sicherer als deine Steuer. Okay, die ist wirklich besser. Hä, aber die kostet 3500, hä? Ist das neu? Er redet einfach zu viel. Alter, ihr kriegt doch 100 zusammen, oder? Das kann ja nicht sein, warte mal. Warte mal, mein Freund. Bin gleich wieder da. Ich kann das nicht mehr.
weil so langsam... Zeig mir deine Waffen. Merke ich, dass ich zu viel Schaden reinbekomme und die haben halt super viel Leben, die Typen. Ja, kann weg. Der Schädelspicker auch. Alter, als ob ich keine 100 Gold zusammenbekomme. Was ist denn das für eine Scheiße? Kann ich hier irgendwo anschaffen gehen? Hier die Innerstatue. Gib mir ein bisschen. Goldner Ring. Perfekt, wir haben's. Ja, mit der Rüstung. Ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Bäm. Ach, erzähl mir nicht so. Geil. So eine Maschine, Leute. Beste Einhandwaffe momentan. Beste Rüstung momentan. Mir fehlt bloß noch ein krasser Helm. Jetzt habe ich ja kein Gold mehr, mich zu verbessern, oder? Naja gut, ich glaube, ich hätte eh bloß 10 Lernpunkte. Wie viel brauche ich für eine Verbesserung? Oder ich spare die Punkte jetzt einfach mal. Ja, ich spare die Punkte. Man erzählt sich ja so einiges. Ich bin Champion bei Einhänder. Stärke habe ich auch genug. Reicht erstmal. Das liegt doch auf der Hand. Ich könnte jetzt mir aber noch die Lernpunkte hier holen. Dafür brauche ich aber Leben. Ich gehe mal schlafen. Bis zum Abend. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Warte mal, da liegt noch was. Steigt weiter auf. Ein weiterer Faszin. Schöner Lederbeutel. Da ist er komplett buff. Dass ich jetzt den Lederbeutel geklaut habe. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hat er gleich geschwiegen. Der Herold. Der mir hinterher guckt, komplett buff so. So, der Jäger. Und es wird noch viel schlimmer. Geselle? Nö. Dachte, wir gehen nochmal auf die Jagd, wegen dem Troll. Naja, dann nicht. Der Kapitän vielleicht, weil kann ich nochmal auf Schatzsuche gehen. Jetzt bräuchte ich bloß noch so ein Netz auf dem Rücken. Würde richtig geil aussehen. So Spartacus-like. Oder einen zweiten Einhänder. Wäre auch geil. Okay, da will. Achso, wir haben noch ein Amulett bekommen. Cool, Schutz vor Waffen. So, bis zum Abend. Jetzt noch schnell die Trainingskämpfe und dann ab zum nächsten Kampf. So, den Einhänder wieder. Die Rüstung. Ich will gegen dich kämpfen. Was uns nicht. Bla bla bla. Haben wir schon Millionen Mal jetzt gehört. Verspringen wir jetzt einfach mal. An die Wand. Lass dir nichts gefallen. Lass dir nichts gefallen. Lass dir nichts gefallen. Gar nicht so schlecht. Das war ein guter Kampf. Und wir werden wieder kämpfen. Ja, aber erst später. Wir speichern jetzt hier nochmal und laden den Spielstand. Dann sollten die Blasen weg sein. Ja. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Auf geht's. Das soll ein gutes Training werden. Lass dir nichts gefallen.
Lass dir nichts gefallen. So übel. Das war ein guter Kampf. Bis zum nächsten Mal. Auster. Ich will gegen dich kämpfen. Lass uns die Arena betreten. Du machst wohl keine Pause, was? Nein. Man erzählt sich ja so einiges. Lass dir nichts gefallen. Als ob der mir jetzt eine Verletzung gibt, der Wichser. Nee, laden wir nochmal, Leute, sorry. Die Verletzung nehme ich jetzt nicht hin. Auf geht's. Genau das habe ich auch gesagt. Der kann nicht sein! Was ist denn gerade los? Ich weiß nicht, weil für die Verletzung müsste ich dann wieder 50 bis 100 Gold zahlen. Jetzt sehe ich nicht ein. Ich schaff das auch so. Auf geht's! Irgendwie, manchmal reagiert er irgendwie ja nicht. Geil. Gar nicht so übel. Zehnmal neben mir schlagen. Das war ein gutes. Also wie gesagt, manchmal reagiert irgendwie die Tastatur nicht oder keine Ahnung, die Maus. Ich drücke irgendwie die Kombo zum Schlagen, aber der schlägt einfach nicht. So, speichern. Gar nicht so übel. Sehr schön. Ich muss sagen, die Schildträger sind die härtesten Gegner. Das war ein guter. Und die nervigsten auch. Also hast du noch Bock? Nö. Ja, dann weiter. Dann kann ich jetzt eigentlich direkt schlafen gehen. Gold habe ich nicht. Man muss eben aufpassen, was man. Man muss eben aufpassen, was man so rumzieht. Frank, was ist mit dir? Hast du was auf dem Herzen? Nö. Verpiss dich, du Hundesohn. Na, warte mal. Ich gehe noch mal kurz zu dem nach oben. Da oben war ja auch ein NPC mit irgendeinem Namen, der die ganze Zeit raucht, sich ordentlich zudröhnt. Und der hat mit mir irgendwie noch gar nicht großartig geredet. Vielleicht hat der jetzt eine Quest inzwischen für mich. Ihr probiert einfach mal aus. Der Teppichträger hier, ey. Mit seiner geilen Waffe auf dem Rücken. Der tödliche Teppich. Simsalabin. Doch auf der Hand. Man erzählt sich ja so einiges. Daran wird sich nie etwas ändern. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich dachte, ich fahre jetzt da runter und bin tot. Das wird jetzt wieder gewesen. So, der war da hinten. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Dadol, brauchst du das nicht zu fragen. Auf zu rauchen? Ich will mit dir reden. Das liegt doch auf der Hand. Hallo. Du Affe.
Okay, er hat nichts zu sagen. Der raucht einfach weiter. Den kümmert das alles hier nicht. Kommt vielleicht später noch oder so. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich kann das nicht mehr hören. Wie erzählt ihm sowas? Der arme Kerl kann einem leid tun. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wer erzählt denn sowas? So, speichern. Und ab zum vorletzten Kampf. Muss ich jetzt eigentlich jedes Mal einen neuen Kämpfer austragen? In jeder neuen Arena, Alter? Ist ja übel. Das hätte ich dir vorher sagen können. Er sollte lieber den Mund halten, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Das darfst du keinem erzählen. Ich bin bereit für einen weiteren Kampf. Das ist großartig. Dein Gegner wartet bereits auf dich. So, dann gucken wir mal. Oh, schon wieder ein scheiß Schildträger, Mann. Lass es uns nicht unnötig verlängern, okay? Guter Mann, der gefällt mir. Bruder, der ist ja easy going. Der kann ja nichts. Wir laufen wieder ein bisschen für die Ausdauer. Bin wahrscheinlich einfach zu overpowered jetzt schon, wa? Mit der Rüstung und so. Amulett, Ring. Beste Einhandwaffe momentan. Oh. Da hat man. Ja, ist ja gut. Da hat gerade meine, wie gesagt, meine Tastatur so nicht reagiert. Er hat nicht zugeschlagen. Dadurch hat er seine Combo gekriegt. Den Loot. So, dann bin ich mal gespannt, was der Arenameister kann. Ich hoffe, der hat kein Schild. Ich möchte die Belohnung für den Kampf abholen. Wie du meinst. Warte. Was ist denn? Wer bist du? Mein Name ist Timon. Ich bin Kalis Freund.
Stimmt, ich habe ihn nicht wie sonst gesehen. Er wartete mal hier, damit er mir nach dem Kampf gratulieren konnte. Er musste dringend in die Stadt und bat mich, dir Bescheid zu sagen, dass ihr euch am Abend trefft. Nur nicht im Gasthof, sondern dahinter. Wir benötigen einen diskreteren Ort. Anscheinend hat er etwas Wichtiges für dich. Okay, ich muss weiter. Ich habe dir gesagt, was ich sagen sollte. Ach, und danke, Mann. Es war ein toller Kampf. Danke. Der verarscht mich doch, Alter. Ich traue hier niemanden. Das ist mein Grundsatz fürs Leben. Niemanden vertrauen. Nur auf sich selbst bauen, Leute. Das ist mein Grundsatz. Ja, ja, halt's mal Maul jetzt hier. Nehmen wir jetzt irgendeine Fähigkeit mit oder so? Oder wir haben ja... Oder wir holen uns den Helm. Wie teuer war denn der? Okay, der kostet 1000. Naja gut, darauf werde ich nicht kommen. Ihr könnt ein bisschen würfeln. Auch wenn es natürlich ein bisschen dauert. Wir speichern. Hey. So, jetzt wird gewürfelt. Wünscht mir Glück, Leute. Ich wette 25. Da hätten sie auch höher machen können, auf 50 oder so. Ach du Scheiße. Sie haben mal richtig grottig. Den ersten mehlen wir aus. Den zweiten. Und den vierten. Cool. Ha! Halt bloß das Maul. Wir laden. Hey. Lass uns mal abwarten, was daraus. Wir würfeln mal die 3. Und den letzten. Die 4 lassen wir mal liegen. Meine Meinung kennst du ja schon. Ja. Warum erfahre ich... Oh, krass, mein Leben. Aber allgemein kein Glück in sowas. Hey. Jo! Herzlichen Glückwunsch, du bist ein super Spieler. Danke, danke. Wird direkt gespeichert. Naja, dauert noch ein bisschen mal, bis wir hier fertig sind. Oh Mann, ey. Nein, nicht zurück. Scheiß einfach drauf, ganz ehrlich. Und hol mir den Helm später. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Nee, leider nicht. Ich könnte hier... Sind die Tränke was wert? Die Rüstung vielleicht. Meine alte. Warte mal. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Zeig mir deine Waffen. 75. Scheiße. Den Häcksler. Perfekt.
Perfekt. Wir haben 1000. Jetzt hol ich mir den Helm. Ich kann das nicht mehr hören. Dann haben wir das beste Equipment, was man momentan haben kann. Ja, damit. Das weiß doch inzwischen jeder. Warum der Kriegerhelm? Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und... Warum hat er jetzt den Kriegerhelm bekommen? Zeig. Oder hab ich gerade was verpasst? Zeig mir deine Waffen. Ich will den hier. Warum gibt er mir den Kriegerhelm? Will er mich verarschen, Mann? Der zieht mich ab, der Wichser. Dann geh ich jetzt mal auf den Kriegerhelm. Dann kaufe ich jetzt mal den Kriegerhelm. Vielleicht haben sie ihn vertauscht. Ich krieg einen Kupferhelm. Die verarschen mich hier. Junge. Okay, dann muss ich durchprobieren, wo der Gladiatorhelm ist. Ey, ist das nervig. Nee, der Legionärshelm, den will ich ja. Nicht Gladiator. Probieren wir den mal. Jetzt habe ich den Gladiator bekommen. Ah, scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt war ich zu schnell. Gleich stößt das Spiel noch ab, weil ich so oft lade. Pass mal auf. Man kennt's ja bei den alten Titeln. So, die Bienen hatte ich ja schon. Jetzt die Maske. Mann, ich will... die unteren Dinger, die sind ja komplett richtig. Oder krieg die noch nicht? Eine Haube. Ja, die passen halt alle. Ihr kriegt nur den Kriegerhelm. So eine Scheiße. Ja, ein Spalte Gold. Den Kriegerhelm rückt mir jetzt nicht. Ja, ist ja um einige schlechter. Naja gut, kostet aber auch nur 300. Ja, jetzt habe ich den Gladiatorhelm erhalten. Den habe ich auch noch nicht bekommen, oder? War das erste Mal jetzt gerade. Warte mal, ich speichere einfach mal, weil er ist einfach nur verpackt und ich brauche den... Und es ist irgendwie zufällig, dass ich den bekomme. Ne, jetzt habe ich meinen Kriegerhelm. Probiert einfach mal. Manche schütteln jetzt den Kopf wahrscheinlich. Immer noch, komm. Nö, ja gut, dann nehme ich hier. Kaufe ich dann den Gladiatorhelm? Für 400? Ich mitkommen. Sieht aber scheiße aus. Nee, da nehme ich gar keinen. Behalte ich das erstmal. Der Gold. So, wir gehen jetzt schlafen bis zum Abend. Oder ich hole mir einen anderen Ring. Einen könnt ihr gar noch kaufen und anlegen. Wo sind die Ringe? Hier.
Der Typ steht ja noch da. Den hatten wir ja nochmal. Ah ne, die wurden mir ja schon geschenkt. Okay, dann können wir halt Gold sparen. Glaubst du wirklich? Doppelt kaufe ich mir die nicht. Oder hole ich mir den doch? Aber wenn ich in ein anderes Gebiet komme, mit einer anderen Arena, dann wird es ja da wahrscheinlich auch einen Händler geben. Deswegen spare ich das Gold jetzt einfach mal. So, wir sollten hinter die Taverne kommen. Surprise, surprise, da kommt jetzt ein Hinterhalt. Ihr Motherfuckers, ich weiß es. Ja, da sind sie schon. Lakai. Na, wen haben wir denn hier? Was machst du hier? Schließlich wolltest du mir gerade etwas von Kali erzählen. Was machen die beiden hier? Sieh, wir haben nicht viel Zeit. Jemand will wirklich nicht, dass du morgen kämpfst und hat mich bezahlt, um mich darum zu kümmern. Wo ist Kali? Sprich. Ihm geht es gut. Ich habe dafür gesorgt, dass er nicht da ist. Genug geredet. Tötet ihn! Tötet ihn! Die Affen hier, die lachen, ich kenn ja nicht. Auch ein bisschen dumm, muss ich sagen. Bin verletzt? Von was das denn? Die haben ja gesehen, was ich für ein krasser Ficker bin in der Arena. Gegen Schattenläufer, gegen den anderen Champion. Die ganzen anderen Typen. Jetzt kommen sie hier drei Bauern an, Alter. Hat er denn jetzt? Er simuliert, Leute. Plündern kann ich die auch nicht? Kali guckt einfach nur zu, war bestimmt ein Falle von ihm, pass mal auf. Das liegt doch auf der. Was ist hier gerade passiert? Hast du ja gesehen, Mann. Kali, wie gut du bist. Oh, alles tut weh. Die haben mich ziemlich verprügelt. Scheiße. Du hast morgen einen Kampf. Wirst du so kämpfen können? Oh, wer zum Teufel war das? Er sagt, er sei dein Freund. Wie war sein Name? Timon. Oh, ich kenne so jemanden nicht. Wo bist du gewesen? Ich war zu Hause in der Stadt. Es soll angeblich gebrannt haben, aber dem war nicht so. Weißt du, ich habe da drin ein paar wertvolle Sachen. Aber das hat mir kein Timon gesagt. Der Pförtner hat es mir gegenüber erwähnt. Wahrscheinlich hat er ihn bestochen, damit er es dir sagt. Schon möglich. Alles tut weh. Du musst morgen kämpfen. Du hast keine Wahl. Geh schlafen. Vielleicht wird es morgen besser. Hoffentlich. Ich kann nicht. Wo warst du? Ich wurde verprügelt. Ich war zu Hause. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Ich war mit meiner Frau zu Gange. Hol die rum an die Arbeit. Alter, nee. Wovon ist er denn jetzt verletzt, Alter? Wir waren drei Bauern. Die ganze Zeit besiege ich irgendwelche krassen Gegner? Naja, klar, die wollen es ein bisschen spannender machen, schon logisch von der Story her, aber trotzdem. Da hätten sie dann schon irgendwie drei krasse Leibwächter hinstellen müssen oder so. Vor allem mit meiner Rüstung hier. Mit ihren drei Zahnstochern. Ich meine, Schwert, was hat er denn gehabt? 51, naja, gut. So, wir speichern mal. Ja, war ja zu erwarten. Ah, na super.
Simon schien eine interessante Waffe zu tragen. Nee, danke. Und so soll ich jetzt gegen den Arena-Champion gewinnen, oder was? Er kommt doch jetzt, oder? Oder kommt noch normaler Gegner? Wüsste ich gerade ja nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich ihn aus den Latschen kritten. Nee, wenn es noch so weitergeht, ey, dann komme ich zu spät zum Arena-Kampf. Der kommt dann hier angehumpelt. Oh Mann, ey. Die Folge ist schon fast wieder rum, ey. Holy shit, ey, die Zeit vergeht. So. Oh, ich sehe, es geht dir nicht gut, ha? Huh? Schon gut. Ich werde diesen Gegner trotzdem zertrümmern. Dann viel Glück. Ja, ich bin gespannt. Ach du Scheiße. Einfach gone. Was ist denn mit dir? Ich bin vielleicht verletzt, aber ich werde dich trotzdem schlagen. Das wird ziemlich lustig. Ich werde gegen Hermes kämpfen, nicht gegen dich. Das werden wir noch sehen. Oh, das wird ein Spaß werden. Alter, der 1000! Oder auch ein Zweihänder, ist ja richtig beschissen. Ach du Kacke. Ja, ja, Hamlock. Hören Sie bitte auf. Hamlock, hören Sie auf. Ja, das ist ja richtig unfair. Ja, okay, da wird nichts. Warte mal. Ich glaube, ich level ein bisschen Leben. Und ich hole mir doch den Helm. Wer sagt denn so? Weil hier kommt es jetzt auf die Schutzwerte drauf an. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das ist mal wieder so was. Schlimme Zeiten sind das. Er redet einfach zu viel. So, ja, mit dem Helm. Oh, wenn er scheiße aussieht. Mit der Rüstung zumindest. So viel Gold hat er ja nicht gekostet, zum Glück. Alles weiter. Schlimme Zeiten sind das. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Der Gladiator Merlock konnte Romulus auf seinem Weg zum Champion nicht aufhalten. Ein weiterer großartiger Kampf. Hey. So. Jetzt bin ich ein übles Monster. Jetzt soll ich ihn eigentlich packen. Ich habe was anderes gehört. Man kann auch ein bisschen mehr tanken. Der erzähle ich gar nichts mehr. Was du nicht sagst, in Augen gesehen hätte.
ist doch kein Geheimnis mehr. Gladiatoren und Aristokraten. Das darfst du keinem erzählen. So, wir speichern mal auf der 3. Was ist? Naja, Kosche Kino Opern. Einfach unsichtbar. Junge, ich treffe den nicht mal. Muss nur wissen, wie man die Dinge, also die Probleme löst. Tolle Arbeit. Ich hatte Angst, dass du wegen diesem Vorfall nicht mit Hamlock fertig werden könntest. Hier, das wird dir helfen. Was hast du mir da gegeben? Ich war in der Stadt. Es ist ein extrem starker Trank, der deine Wunden heilen wird. Also, wie sagt man so schön? Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Treffen wir uns abends im Gasthaus. Du wirst bald gegen den Champion kämpfen. Und ich habe gehört, der Trainer will gegen dich kämpfen. Nutze es. Es kann eine wertvolle Lektion für dich sein. Ich möchte die Belohnung für den Kampf abholen. Hier hast du sie. Dir bleibt nur noch gegen den Champion zu kämpfen. Das habe ich nicht erwartet. Ja, ich auch nicht so wirklich. Okay. Was machen wir jetzt noch? Gegen die Trainer antreten? Kann ich jetzt noch auf die Schatzsuche gehen oder mit den Jäger losziehen? Na, wahrscheinlich nicht. Das ist der interessante Romulus steht kurz bevor. Das große Finale ist immer eine große Aufregung. Bereite dich gut darauf vor, setze deine Wetten auf diesen Kampf. Es ist Zeit, dass die Spiele zu Ende gehen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ruhe dich besser aus, bevor du gegen den Champion kämpfst. Ich gönne meinen Jungs auch eine Pause. Nee, es gibt keine Pause. Ich brauche noch einen Lernpunkt. Ich will gegen dich kämpfen. So, lass uns gehen. Ach, ihr habt nicht umgelegt, wa? Ja, scheiße, Mann. Nochmal. Ich will gegen dich kämpfen. So, lass uns gehen. Mich fragt ja keiner. Hä? Viel Glück mit Hermes. Illegale Waffe, Rüstung, der Helm oder was? Trainingseinhänder. Outfit. Ich will. So meine Meinung kennst du ja schon.
So, jetzt. What? Nicht so übel. Plus 10 Lernpunkte? Was? Deswegen sind die alle so scheiße hier. Der Trainer kann auch nix. Viel Glück mit Hermes. Okay, dann hauen wir die anderen nur noch um. Der will nicht. Der will auch nicht. Ach so, die kriegen jetzt ohne Pause, hat er ja gesagt, wa? Wo ist meine Rüstung? Ja, bin ich. Da. Unter Karten. Das ist ein bisschen buggy hier, die Mod, muss ich sagen. Wie bei den Helmen da. Okay, jetzt haben wir 20 Lernpunkte. Ja gut, dann können wir ja noch ein paar bisschen Stärke lernen, ein bisschen Einhand. Man erzählt sich ja so einiges. Hey du! Oder ich lerne mal hier was anderes. Kraft vor der Schlag, Kampfschrei. Aber wozu? Warum 25 Lernpunkte? So, schön. Jetzt noch ein bisschen Stärke. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Trotz des gestrigen Vorfalls besiegte Romulus. Hey. Ihr könnt mir die Bücher holen. Wie teuer waren die? Bereite dich gut darauf vor. Oder warte mal, ich gehe erstmal zum Schmied, der neue Waffen hat. Die Spiele zu Ende gehen. Zeig mir deine Waffen. Ah, nee, zweihändig. Nee, der macht nur 5 Schaden mehr. Und sonst hat er nur 2 Handwaffen. Nee, das lohnt nicht. Warte mal. 1000 Gold kannst du knicken, Mann. Trotz des gestrigen Vorfalls besiegte Romulus. Ja, eigentlich Mist, was hat denn der Mann im Boot? Trinker. Keine Stärketränke. Schade. Das große Finale ist immer eine große Aufregung. Bereite dich gut darauf vor, setze deine Wetten auf diesen Kampf. Es ist Zeit, dass die Spiele. Schade, zum der Ende Typ ist gehen. Weg. Der Händler. Man muss eben auf. Ach Mist. Ausgerechnet jetzt, ey. Hätten sie noch stehen lassen können, noch in den Kampf. Aber wirklich jetzt mal. Naja, gut, dann kann ich jetzt schlafen gehen an sich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Bis zum Abend. Es geht noch schnell zur Taverne. Der Kali will ja mit mir quatschen. Einfach 1100 Leben. Davon würde der namenlose Held träumen, ey. Gut, dass du es bist. Wer sonst? Ich? Nein. Bist du sicher? Oh, ich bin nur super gestresst. Du wirst gegen Hermes kämpfen. Der Typ ist sehr hart.
Jeder Kampf, den ich gesehen habe. Nun, was gibt es zu sagen? Massakrierte Gegner. Alles gut. Ich werde das schon schaffen. Ich vertraue dir. Bereite dich gut auf diesen Kampf vor. Wenn du noch etwas Geld übrig hast, das du für bessere Waffen oder Training ausgeben kannst, warte nicht damit. Ist irgendetwas über Hermes bekannt? Welche Rüstung er benutzt? Womit er kämpft? Schwächen? Puh, seine Rüstung ist sehr widerstandsfähig gegen stumpfe Waffen. Er hat eine Zweihandwaffe, soweit ich gesehen habe. Ist eine ziemlich große Axt. Er sollte langsam sein. Aber wenn er dich schlägt, weiß ich nicht, ob dieser Kampf nicht mit einem Schlag vorbei sein kann. Ja, bestimmt. So weit wird es nicht kommen. Das wirst du noch sehen. Okay, geh jetzt schlafen. Die bisher schwierigste Prüfung erwartet dich. Bis morgen in der Arena. Wenn du nicht genug Gold hast, um deine Stärke zu trainieren, ich habe noch 1000 Goldstücke. Meine letzten Ersparnisse. Vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja, bringt bloß nix. Momentan. Ja, soll mir lieber ein paar Lernpunkte schenken. Weil ich hab die beste Ausrüstung. Naja, fast die beste. Aber der beste Helm ist verbuggt. Die beste Rüstung hab ich. Beste Einhandschwert auch. Der Händler ist weg hier. Mir bleibt mir halt nicht. Sag mir nicht, das hast du nicht. Lernpunkte für... Ja, für den Dingsbums habe ich halt nicht mehr. Ich frag ja keiner. Die Lehrer. Wer erzählt denn sowas? Ihr könnt ja mal zum Magier latschen. Vielleicht hat der noch was? Mal an ihr Boot. Hey. Nee, der hat nur Stäbe. Naja gut, dann spare ich die Lernpunkte. Das ist doch nichts Neues. Gut Leute, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich Arena-Meister. Yeah! Endlich! Dann schauen wir mal, wie die Story weitergeht. Den Kali, den vertraue ich nicht so wirklich. Der pumpt uns was voll mit Gold so. Und mit netten Worten, aber... Die ehrlichsten und nettesten sind meistens die schlimmsten. Gut, Leute, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut da rein!